Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir so in etwa den Plan, den wir haben. Ja, wo wir so ein bisschen ein paar Sachen mitmachen wollen. Ähnliches oder Dinge, die passieren. Slacks habe ich mir auch überlegt, könnte ich auch in die Kiste legen, weil die werden ja auch mal irgendwo abgeholt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die irgendwo brauche. Oder dass ich die woanders dann anliefern kann. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir sehr, 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 sehr viele verschiedene Waren haben, die wir transportieren müssen. Das ist ja quasi einmal dieser ganze Farbenkatalog bei den Steinen. Einmal so und einmal so. Das heißt, es sind ja 9 verschiedene Produkte je Strang. Plus dann immer noch das Eisen, beziehungsweise dann das Kupfererz, was wir dazu brauchen. Ja, und das Sulfuric Acid auch in gar nicht mal so geringen Mengen, ne? Also 600 Liter, das ist schon jede Menge, die wir da antransportieren müssen. Wir können natürlich, sagen wir, ein wenig vor Ort herstellen, weil wir ein kleines Klärwerk da anbauen könnten. Aber damit wir das dann auch wirklich platztechnisch alles hinkriegen, bin ich jetzt doch zum Schluss gekommen, dass ich das nicht alles in einen Quadranten machen kann, sondern das muss ich wirklich einen grünen und einen orangen Quadranten machen, wenn ich 120 Einheiten haben will. Wenn ich 60 Einheiten haben wollte, hätte ich mich noch breitschlagen lassen, aber ja, wir wollen 120 haben. Wer weiß, wofür es gut ist und wo wir es nochmal brauchen. Das heißt also, es werden 2 Quadranten dafür gebraucht. Dann habe ich mir noch überlegt, was ist der größte Posten in der ganzen Sache? Eigentlich ist es ja hier dieses ganze Algenhergestelle. Und jetzt bin ich so im Überlegen gerade gewesen, ob ich nicht eventuell für jede Algenform einmal so ein Viertel von so einem Teil hier, denn, also so in der Art wie die Teile hier, ne, immer so ein Viertel für jede Algenform erstmal einmal baue, gucke, wie viel Algen ich da rauskriege und dann die Algen sozusagen dementsprechend produziere. Das würde mit den grünen Algen relativ schnell gehen, da brauchen wir bloß ein bisschen Kohle anliefern, also ein bisschen Charcoal, die wir uns also selber aus den grünen Kohle da am Rand irgendwo herstellen können, damit wir dieses Gas bekommen, also Kohlenstoffdioxid. Und was brauchen wir für die grünen Algen noch? Ich glaube, da war es ein ganz normales mineralisiertes Wasser. Wo habe ich denn die grüne Algenproduktion? Im Kraftwerk habe ich die hier, genau. Ne, da braucht man ja bloß ein bisschen mineralisiertes Wasser, ein bisschen Kohlenstoffdioxid und schon hat man grüne Algen in Massen. Also, dass ich da irgendwo sowas, so ein Werk hier mal hinbaue, wo ich mir die dann abholen kann am Bahnhof. War so eine Überlegung, weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das so, na, müssen wir mal gucken. So, also wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal dann anfangen, hier die Produktion aufzustellen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir werden uns jetzt um das Grüne, um den Ferrous Crystal kümmern. Dann gehen wir dort mal rein. Und dann sehen wir brauchen am Ende 18 von den Crystallizern, wo 1200 Liter von dem Anodized Ferrous Concentrate drin ist. Das hat eine Hitzekapazität von 1000 Joule immerhin. Kann ich vielleicht sogar zur Energiegewinnung nutzen, aber gut, das kommt ja aus dem Thermalwater, was ich da herstelle. Dann brauchen wir 54 Electric. Die Dinger müssen wir noch bauen, fällt mir gerade auf. Das habe ich nämlich noch gar nicht drin. Flotation Cell haben wir. Leaching Plant haben wir. Weiß ich gar nicht, ob ich sogar Flotation Cell eine bessere hätte, also ob wir da weniger von bauen müssen. Und die Teile brauchen wir. Und dann brauchen wir das hier unten. Und ich würde es ganz gerne so haben, dass ich sozusagen die Bahnhöfe immer dementsprechend daneben stelle, wo diese Materialien ankommen. Das heißt, dass wir 3 Bahnhöfe hier auf der Seite haben. 1, 2, 3 hier runter, die zum Anliefern da sind, wo dann das Material sozusagen, was da an der Stelle für dieses Material gebraucht wird, eingespeist wird, dass sich alles auf diese Hälfte und die andere Hälfte kümmert sich dann darum, um die anderen zusätzlichen Produkte, wie zum Beispiel die ganzen Flüssigkeiten, die da sein müssen und so weiter, damit das dann hinhaut. Das heißt, hier haben wir ja nur 14 von diesen Ore Powderizern, die ich glaube ich noch nicht mal auch nicht produziere, aber ich denke schnell produzieren kann. Ore Powderizer, jawohl. Ah, nee, das könnte drin sein. Das könnte. Also, als erstes mal folgendes. Wir modernisieren jetzt hier auf der Seite erstmal die Roboter-Hangars. So. Ein bisschen extra nach unten hier liegt, damit ich weiß, wo er liegt. So. Das machen wir jetzt als erstes. Lass mir hier den Hangar ersetzen. Na, müssen wir in Reichweite gehen. So, jetzt. Zack.
Ah, hier muss ich Fisch fahren. Wir haben auch Thermal Water unten, glaube ich. Oh, guck mal, hier steht noch was. Was wir gar nicht mehr bräuchten. So. Das heißt, hier machen wir ganz kurz mal. Hau mal weg den Mist. Braucht keiner. So. Und dann machen wir da unten noch einen hin. Dann werden wir jetzt map-technisch nochmal ganz kurz gucken mit dem Upgrader. Das hier, Upgrade-Plan, diesen hier. Zack. Ah, sind keine drin. Okay. Gut. Schön. Fein säuberlich. So, was ist das hier? Dann nehmen wir mal mit. So. Gut. Alles klar. Noch irgendein Wunsch, der offen steht? Nee. So, das heißt, wir könnten. Wenn ich jetzt nur 9 Produkte habe, 1, 2, 3, 4, 9, die Menge, die ist eigentlich überschaubar. Das geht auch über einen Bahnhof mit gestickter Verteilung in einem Bus rein, oder? 60, 120 Produkte pro. Das geht hier mit einem Bahnhof hin. Gehen wir einfach noch hin. Das sind gar nicht mal so viele Gebäude hier. Also diese 80, ich weiß gar nicht, Flotation Cell, welche habe ich da? Da habe ich schon die. Nee, das Leaching Plant. Da habe ich schon die rote. Das heißt, wir gucken nochmal rein in den Plan. Wenn ich die rote dahin baue, brauche ich da auch deutlich weniger. Ne? Das sind bloß noch 40 Gebäude. Okay. Hier hätte ich, glaube ich, auch dieses. Auch nur noch 40 dann, das ist dann 1:1, das ist schon mal ganz gut, weil dann kann das nämlich an dem dran stehen, weil dieses Produkt, was hier passiert, kommt ja dann da zur Geltung. Ne, umgekehrt, oder? Ne, das Produkt kommt da zur Geltung und das Produkt kommt da zur Geltung. Ne, da. Alles klar, okay. Das ist ja alles durcheinander hier. So, das ist so eine, ja, okay, das ist so eine Seitenproduktion, die brauchen wir einfach. Okay. Ja gut, das müssen wir dann auch noch mit anlieferbaren Höfe am besten, ne? Einen für dieses ganze Material, die, das und die beiden Flüssigkeiten. Eine Flüssigkeit. In dem Fall die andere Flüssigkeit kommt ja. Ne, ist nur die eine Flüssigkeit. Okay, ja, okay. Okay, ich verstehe. Eieiei, ja gut, nee, das sollte platztechnisch wirklich hier reinpassen. Es könnte wirklich sein, dass das zu wenig oder dann doch zu nah genug am Rand steht. So, das heißt, wir machen hier einen Bahnhof hin, der anliefern soll. Und dann müssen wir mal gucken, dass der in dann Kisten das weiter transportiert. Da machen wir uns einen Anlieferungsbahnhof. Ich glaube trotzdem, dass diese Art vom Bahnhof ganz gut wäre dort. Aber ohne den Hirschkopf drum drüber. Ohne das Hirschgeweih oben drüber. Das ist ein Abholbahnhof. Ah, hier ist auch relativ wenig los, ne, an dem Bahnhof. Ah, ist auch nicht viel drin, okay. Ja gut, hier wird ja auch immer fleißig produziert. Also, was wir hier haben, ist Mangel an diesen weißen Boards, ne? Das ist schon sozusagen etwas, wo wir dann auch dran müssen, dass wir diese weißen Holzbretter deutlich mehr produzieren müssen. Also da müssen wir auch nochmal dran, dass wir eine Holzbrettproduktion und so weiter und so fort nochmal vereinzelt hinstellen. Nachher, wenn wir die Schiffwerke erweitern. Aber gut, ne? Das soll ja auch noch passieren, dass wir ein einzelnes gelbes, grünes, rotes, blaues und dann Prozessor-Dings haben, die dann immer an der hoffentlich dementsprechend produzieren. Dann müssen wir gucken, dass wir das immer so aufbauen, weil wir, das muss ich ja staffeln. Ne? Ich glaube, von den gelben brauchst du dann nachher dreimal so viel wie von den grünen, dir dreimal so viel davon wieder brauchst für die roten und dann wieder dreimal so viel wie, ne? Das kennen wir ja schon. Das Prozedere wird ja dann, das wird ja eine ganz schön lange Kette, wenn wir nachher der Meinung sind, wir müssen 30 Prozessoren pro Sekunde herstellen, dann werden wir schon, muss unsere Insel explodieren. Gut, also, jetzt habe ich immer noch den Bahnhof geholt, den ich haben will. Mensch, verdammte. Es ist doch alles nicht auszuhalten hier schon wieder mit ihm. Jene Mist, das rappelt in der Kiste. Wo nehme ich den denn her, den Bahnhof? Ist gar kein Bahnhof dran, ne? Na, ist eine Energieproduktion. Das sind alles Abtransporter. Hier ist nur ein Abtransporter. Könnte ich den Antransporter für doppelseitig? Habe ich den irgendwo hier? Da.
Den Bauch, den hätte ich hier gern. Den nehmen wir mal mit. Jetzt der Electric Pool im Weg. Na, komm. Weiß abnehmen Mist hier. Boah, keiner. So. Steuerung V. So. Gut, dann haben wir das hier. Dann machen wir jetzt hier Steuerung B. Also mit dem Updater gleich drüber. Ist das der richtige Updater? Steuerung B. Zack. Steuerung B. So, zack. So, das sollte klappen. So, die Kisten, die da drin stehen, das ist ja egal, glaube ich, ne? Die sind ja groß genug denn dafür. So, dann müssen wir jetzt hier den Bahnhof schon mal hinsetzen. Ich habe auch einen Haufen Zeug in der Tasche, den ich auch erstmal nochmal weglegen könnte. Bahnhöfe habe ich, glaube ich, gar keine mehr, ne? Da müssen wir uns mal ein paar von machen. So, das lassen wir mal abtransportieren hier. Da wissen sie ja, wo sie es einlagern können. Die Dinger wollte ich immer mal noch in unserem anderen Werk, was wir da mal irgendwann gebaut haben, mit unterbringen. Auch nicht geschafft. Kunststoff habe ich auch noch in der Tasche. Komm, bring weg den Scheiß. So. Kunststoff brauche ich wirklich extrem selten hier in den eigenen Taschen. So, gut. Alles klar. Bahnhöfe, wo haben wir sie? Da kommen sie. So. Können wir den hier schon mal hinstellen und dann wird der hier erstmal schon mal umbenannt. Ah ja, der heißt sowieso noch ein bisschen falsch. Oh je, wie heißt das grüne Zeug? Ferrous Crystal. Ferrous Crystal Werk 1. Input. Können wir noch einen Hashtag davor machen hier oder eine Raute für Nummer? So, sehr gut. Ferrous Crystal Werk Input. So, dann bauen wir jetzt hier den blauen hier hin. Gehen da rein und machen den erstmal aus. Shit. Welcher Zug ist das? Umherzug. Fahren wir da wieder hin. Oh, vergiss deinen Auftrag, mach was anderes. So, das sollte jetzt auch keinen weiteren Auftrag hier mit denen haben. Hoffe ich zumindest, dass er nicht im weiteren Zug jetzt hier durcheiert. Wenn der wieder im Depot ankommt, sollte eigentlich dann das gelöscht sein hier, die Lampe. So. Gut. Genau. Vielleicht hätte ich erst die Kiste setzen sollen und dann den Bahnhof. Ich glaube, das wäre cleverer gewesen. So, dann haben wir hier jetzt sozusagen die Ausgänge von den ganzen Materialien. Wir werden hier auch kein... achso, hier ist ein Filter davor gelegt. Das müssen wir natürlich noch rauskriegen. Und dann werden wir jetzt von hier aus dann in das bündeln in eine große Kiste. Und dann werden wir das hier durchsortieren an der Seite hoch mit mehreren durch den großen Kisten. Nach dem Prinzip, wie es sozusagen hier gemacht ist. Wo ist es? Wo ist unser Werk? Nach dem Prinzip halt einfach. Und dann haben wir da Ausgänge und dann kommt das Material schon dahin, wo es hin soll. Ich glaube, das sollte dann für die Mengen, die wir hier haben, durchaus ausreichen. So, und dann brauchen wir noch einen Flüssigkeitsanlieferungsbahnhof. Wo wir die Schwefelsäure denn herbekommen, aber vielleicht machen wir das weiter oben. So, das heißt, wir gehen hier drauf, dass wir hier denn eine große Sammelkiste haben werden, aus der das dann verteilt wird. Das heißt, geht hier raus, bzzzt, da rum und dann geht das hier in so eine Sammelkiste. Und von hier aus wird das dann weiter durchgeleitet, das Material in die anderen Kisten. Dazwischen stehen dann immer die Stapel Express-Filternden, ne? In zwölffacher Ausführung. Kennen wir ja. Da können wir ja Steuerung Copy mal machen von oben. Und dann einfach drehen. Map. So. Hier wird halt Vollgas angeliefert. Ja, genau. So, und dann machen wir hier. Ach, guck mal, da stehen sogar die falschen noch drin. Hier sind gar nicht die roten. Die Turbo-Dinger. Kann ich den gar nicht hinstellen. Ist das weit hier noch weg? Ach, da müssen wir erstmal da hin. So. Und dann machen wir Steuerung B. Crates. So.
Nein. X. Ausgeschnitten. Hä? Das ist bloß ein Turbo-Filtergreifer. War kein Stapler. Turbo-Filter-Stapelgreifer hätte ich hier ganz gern. So. Damit die das auch in ganzen Stapeln drüber legen. So. Das war ja jetzt ein schwieriges Wort. So, gut. Also hier können wir dann halt eben, ne, positiv, negativ, können wir hier ein paar reinpappen. Ach so, das hat jetzt hier mit denen zu tun gehabt. Deswegen war das ein Filter dann, ne? Ja. Stimmt, das war der Grund, warum die anderen, die haben, bei denen hier nämlich nehmen, den Tor-Filtergreifer, der hat hier mehr Kisten. Ah ja, okay. Alles klar, okay, danke. Ja, sehr schön. Ich habe es wieder verstanden, was ich da für ein Blödsinn mache. Muss ich kurz ersetzen. So, das geht nämlich nur so, weil hier muss ich ja ein bisschen mehr, glaube ich, einstellen. Weiß ich gar nicht. So, und hier kommen dann die Förderbänder an. Das sind denn hier insgesamt 8 Förderbänder, die es hier durchtransportieren. Die wir da anschließen müssen. Mal 4 unten, 4 oben, ne? Das ist ja kein Problem. So, gehen wir hier los. So. Gehen wir hier nach unten. So. Dass wir hier sozusagen ankommen an der Ebene 1, 2 freilassen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich keine Förderbänder mehr in der Tasche. Das soll uns ja jetzt von nichts abhalten hier. So. So, dann kommt das nämlich alles schön verseblich da drüben an. So, und dann kommen hier. Hier kann ich aber die Stapler nehmen. Die jetzt einfach da reinschmeißen. Naja. So. So. Und das muss ich dann bloß grünlich verbinden hier mit dem Bahnhof, damit ihr dann auch weiß, was da hinten in den Kisten drin liegt. Aber das kriegen wir dann auch hin. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal ein Förderband legen. Eins in der Höhe, eins in der Höhe. Eins in der Höhe. Eins in der Höhe. Das ist die falsche Richtung. Das ist auch die falsche Richtung hier. Förderband legen, das machen wir ja gerne. So, dann dahin. So. 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 Ich denke, ich habe auch schon wieder genügend Förderbänder selber in der Tasche, aber. Da machen wir gleich mit. Falsch rum. Alle falsch rum hier. Ah. Wo fängt ihr mit dem falsch rum sein an? Die Ohren sind noch richtig rum. Hier.
So. Hätte man den eigentlich genauso hochstellen können, dass der denn da ankommt, oder? Wo muss ich Luxus leisten? Ja, aber. Ja, das sieht gut aus. So. Dann können wir nämlich auch das hier. Jetzt mal wegschmeißen. Anschmeißen und dann machen wir es hier, aber mit den Knicken. So. Kann der nämlich gerade da ranlaufen und der kann da gerade dran laufen. Und hier ist dann bloß die Umlenkrolle. So. Sieht gut aus. So, dann kommt das alles da an. Und dann kann das hier durchtransportiert werden. Und dann haben wir dann hier die einzelnen Produkte, die wir dann rausnehmen können. Und zu dem bringen können, wo wir sie brauchen. So. Gut, ja. Das kann da durchsortiert werden dann. Dann nehmen wir das hier erstmal nochmal weg. Den Strom hier. Und dann fangen wir an mit der ersten Produktionsstufe. Die da produziert uns dann dieses Pulver. Aus diesen drei Produkten. Das heißt, die ersten drei Produkte können wir dann abzweigen. Da das so wenig sind, können wir das aus so einer Kiste machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit Förderbändern durchlege. Ich glaube ja, ne? Ich werde einfach eine Kiste jetzt hier sozusagen hier dran stationieren, wo ich die drei Produkte rausnehmen kann. Auf drei Förderbändern. Weil so viel ist das hier nicht. Und drei Förderbänder, sechs Greifarme kriege ich dran gestellt. Für jedes Förderband quasi ein Greifarm. Oder für jede Farbe. Und dann geht das erstmal durch in zwei Crusher rein. Und dahinter dann in 14 von den Dingern rein. Ach was, warte mal. Ore Powder Optimizer. Da gucken wir doch mal, ob ich da welche anfordern kann. Ore Powder Optimizer. Kann ich davon 10 Stück anfordern? Kann ich. So. Dann können wir das doch hier auch schon auch auf Lilla stellen. Heute bloß 7 Stück davon. Das heißt 2 zu 7. Ist ein Verhältnis von 2 zu, also 1 zu 4. Machen wir 8 davon, 2 davon, die das dann produzieren. Okay, die das dann raushauen und da brauchen wir dann halt diese Used Drum Mill. Und diese Used Drum Mill, die kann ich glaube ich wieder verwenden, wenn ich dann ein kleines Werk davor baue. Hier glaube ich so das hier, das kann glaube ich aus Used Drum Mill das nächste machen, ne? Eine Miling Drum aus Use Drum Mill und Schmiermittel brauchen wir dann. Alles klar, okay. Hier brauchen wir dann Schmiermittel. Okay. Gut, okay. Na, schön, dass wir das auch dann noch erfahren haben. Da brauchen wir dann Schmiermittel. Schmiermittel habe ich so noch nicht in der Lieferkette. Und produziere ich auch noch nirgendwo so. Warum mache ich das nicht ganz unten? Na, ist egal. Schmiermittel produziere ich hier so ein bisschen immer, ne? Hier immer so ein bisschen Schmiermittel vorrätig. Das machen wir hier aus diesem Based Mineral Oil und dann wird das hier zu Schmiermittel verarbeitet. Müsste ich den irgendwie anbieten, ne? Dass ich da unten Schmiermittel habe. Muss 200 von den anderen da, oder? Das wird
Es wird doch relativ klein, das mir garantiert, ne? Naja, gut, wir werden sehen. Gut, also dann. Eieiei. Das heißt, ich brauche Schmiermittel an der Stelle. Das heißt, ich brauche wirklich einen Flüssigkeitsbahnhof, der mir Schmiermittel und Dings anbietet. Oder wo ich Schmiermittel mir ja selber herstelle, dass ich dann 3 Flüssigkeiten anliefere. Würde auch gehen. Das Gas, das Residualgas, das Based Mineral Oil. Dann mache ich mir hier selber schnell ein Schmiermittel, kleines Werk daneben. Und die Schwefelsäure. Ich glaube, das ist besser. Weil das habe ich alles schon im Angebot. Also das eine Gas habe ich hier in einem Kunststoffwerk hier. Ne? Da haben wir dieses Gas hier im Angebot, was wir dafür brauchen. Was hier wahrscheinlich auch immer noch fleißig hergestellt wird. Ja, da haben wir auch genügend von dem Materiallager schon liegen. Und das andere kommt von hier, was wir hier sozusagen in Massen im Lager haben. Was hier auch quasi theoretisch sogar zur Verbrennung steht. Warum haben wir denn die Dinger da reingebaut? Verbrennen die das? Man muss ja. Sonst wird es ja nicht funktionieren, nicht auf Dauer, ne? Based Mineral Oil kann ich in der Flair? Boah, hat er schon 1 Million Mal gemacht. Warte mal, 1, 2, 3. Also über 1 Million Mal hat er schon 1000. Also da ist 1 Milliarde Liter schon weggegangen. Na gut, okay. In der einen Fackel. Gut, also das werden wir dann auch noch bauen. Da brauchen wir einen kleinen Flüssigkeitsbahnhof, der uns das anliefert. Und ich glaube, das ist ja auch schon wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen, was ich da gemacht habe. Das ist gar nicht so kompliziert. Egal, bei dem nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.